Hallo, herzlich willkommen bei Sven Eisenbahner. Ja, ich habe jetzt schon mal die Fensterrahmen hier alle abgemacht. Das will ich hier noch sauber machen, jetzt und weiß innen drin streichen. Ich finde, das würde dann besser aussehen. Habe ich bei den Fenstern jetzt auch gemacht und bei den Fenstern auch. Ja. So, und ich habe mir wieder was Neues gekauft auf dem Flohmarkt. Habe ich wirklich heute auch ein paar Schnäppchen gemacht. Aber ich zeige erstmal jetzt die Schnäppchen, die ich letztens gemacht habe. Ja, das war in der Sommerzeit, wo ich Sommerpause gemacht habe. Und ja, einmal so einen alten Büssing habe ich gekauft. Vom Rikina. Muss ich unbedingt haben. Kommt der Brummer dann hin? Her, meine ich. Naja, den wollte ich unbedingt kaufen. Ganz, ich glaube, ja, für 4 Euro habe ich den, glaube ich, gekauft. Der wollte da 5 Euro für haben. Dann habe ich hier einmal von Kipri die Fabrikmauer oder, ja, genau, mit, eigentlich Farben AG, aber habe gedacht, da kann man auch noch selber was ausdrucken. Und dann habe ich gedacht, den Zaun nehmen wir doch noch wieder weg und machen das dahin. Ich finde, das würde noch besser aussehen als der gebastelte Kram da. Obwohl, das so schlecht sieht das gar nicht aus, aber na gut. Das habe ich auch. Dann habe ich hier ein bisschen, ja, was ist das? Brauner. Oder Ackerbraun, würde ich sagen, so ein bisschen Streugut. Dann haben wir hier noch ein Auto selber zum selber zusammenbasteln. Habe ich auch schon überlegt, kann man auch noch mit einiges anstellen. Ja, hier so einen alten Holzhahn. Habe ich schon überlegt. Das soll ja hier mein Schulgelände werden, da. Das da. Dass ich da einen Zaun rundherum mache. Würde ganz nett aussehen, so mit dem Zaun da. So. Und ja, was haben wir denn hier noch? Wir haben eine Dieseltankstelle oder Diesellok-Tankstelle. Da muss ich ein bisschen was zusammenkleben. Aber sieht auch sehr schön aus. Und das ist hier Elektronikkram hier. Habe ich mal einfach ausgebaut. Aber habe ich schon überlegt, kann man ja ein Geisterhaus einbauen. Für verschiedene Farben, blau, rot, grün, wie auch immer. Auch lustig aussehen. Ja, und ich habe hier noch einmal ein Zementwerk. Ja, hier ein Gips, ein Zweck, ne, von Gips hier, Zement. Ja, Zement ist Schränkwerk oder wie auch immer. Wo die LKWs hier runterfahren. Das hier, was nach Plastiksand aussieht, das mache ich noch mit echten Sand. Das richtig natürlich aussieht. Das kommt aber ganz zum Schluss. Wo ich das noch aufbaue, ich meine, wenn ich dann mal irgendwo hier die Anlage alles weitermache, ob ich das nachher hier hinstelle oder Platz gibt. Also man wird noch viele Möglichkeiten da finden und alles so nach und nach. Ich sammle immer ganz gerne Häuser. Wenn ich die nicht aufbaue, gut, dann verkaufe ich sie irgendwann mal wieder. Aber momentan sieht das ganz gut aus. Ja. Ein Bahnbeamter in Innendienst, also für ein Stellwerk, habe ich schon auch gedacht, könnte man auch gut gebrauchen. Dann noch hier ein Bahnarbeiter mit Warnweste. Nachher für hier Schiebebühne und sowas. Den kann man da gut gebrauchen. Und hier auch ganz schön. So was hier ein Dreiergarage. Kann man auch noch ein paar Autos reinstellen oder wie auch immer. Oder ein paar Firmenwagen zum Beispiel. Ja, das habe ich noch dazu zusätzlich geschenkt bekommen. Wollte er auch mehr andrehen. Fand ich ganz lustig. Gewächshäuser sind auch immer interessant.
Und das Highlight, was ich da bekommen habe, das ist natürlich, das ist die Schraubenfabrik. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So, die Schraubenfabrik hier. Also ich finde das echt toll. Den Schuppen musste ich mir leider selber anbauen da. Das Häuschen hat ja gefehlt. Aber aus Holz natürlich habe ich das gemacht. So ein bisschen weiß und dann grün angemalt. Und noch so ein Dach hatte ich noch so rumliegen gehabt. Tür habe ich ja auch selber eingebaut. Ja, das ist alles aus echten Streichhölzern hier. Sieht ganz nett aus. Da oben hat der Dachdiebel gefehlt. Musste ich nochmal neu machen. Ich habe ja immer so ein paar Plastikreste mal rumliegen und dafür kann man das dann auch immer gebrauchen. Wenn irgendwas abgebrochen ist, nehme ich trotzdem das Haus mit. Kann man ja reparieren oder restaurieren. Und ja, mal ehrlich, für die ganzen Sachen für 5 Euro kannst du auch nicht viel verkehrt machen, ne? Sage ich mir immer. Ja, sieht aus wie neu. Ein bisschen neu angemalt hier, das Grün und so ein bisschen. Aber sonst finde ich, sieht top aus. Wirklich nicht Menge. Für 5 Euro. Da wollen andere Leute aber doppelt und dreifach viel haben, ne? Das war einmal das, was ich denn mir alles da auf dem Flohmarkt geholt habe. Das hier, also mein Moos. Ohne Moos ist nichts los, ne? So ungefähr. Ja, dann habe ich noch einmal hier so ein Viking, so ein Bagger, Raupenbagger. Auch sehr schön. Ich habe noch nämlich einen Schwertransporter, da könnte man den draufstellen. Das mal wieder da reinpacken. Dann habe ich hier noch einmal hier für ein, das ist ja meistens so vom Bahnhof, wo die Koffer raufkommen. Da fehlt zwar das Lenkrad, aber ich habe mir schon gedacht, da kann man auch selber eins basteln. Das ist auch nicht das Ding. Und wenn man den denn hier irgendwo am Bahnhof hinstellt, wie auch immer, so oder wie auch, wo auch immer hin, würde ganz lustig aussehen. So. Ich weiß ja gar nicht schon, was, ob ihr das auch noch gesehen habt. Habe ich mir auch mal einmal gekauft. Das ist eine, ja, Autowerkstatt. Werde ich natürlich auch noch aufbauen und hinstellen. Ich habe schon das Dach ein bisschen gealtert. Nicht ganz so neu nach Plastikmäßig mehr aussieht. Das hier auch. Ja, so nach und nach. Weiter schon was, das Stellwerk hier hatte ich auch mal gekauft auf dem Flohmarkt. Aber was ich alles auf dem Flohmarkt schon geholt habe. Also manche Leute, sagen wir mal so, die wollen dann ihr Kram auch loswerden und verkaufen das für ein Apfel und Ei, wo man sich selber drüber freut. Aber andererseits kann man damit den Kopf schütteln. Warum verkaufen die Leute das für ein Apfel und Ei? Ne? Ja, hier ein von Viking hier, einen alten Käfer, Brezelkäfer sogar. Ja, in der Deutschen Post. Ich habe schon einige da rumstehen, aber ich habe ja noch so ein Postgebäude. Kann man da auch noch hinstellen. Das ist dann nicht das Ding. Und was ich auch noch da Tolles gefunden habe, ist einmal hier so diesen Persil, so ein Dreirad, ne? So eine, das finde ich ganz lustig mit Persilwerbung drauf. Finde auch noch häufig. Und ja, heute habe ich gefunden hier Buddelschiffe. Was waren das? Insgesamt 3 Stück. 3 Euro, glaube ich. Ja, also mehr war das gar nicht. Da kannst du nicht viel verkehrt machen. Ich habe nämlich gesehen bei jemandem im Internet, der verkauft sowas. Mit einem so einem Waggon, Flachwagen, und hat so welche dann darauf geklebt, so, und teilweise für 35, 36 Euro, wo man sich fragt, hallo, das kann man selber basteln und bauen. Braucht man nur so welche Flachwagen immer auf dem Flohmarkt kaufen, wenn man Glück hat, und dann selber die Buddelschiffe darauf kleben, ne? Naja, und das werde ich dann nämlich auch machen.
Wenn ich dann da noch ein paar von diesen flachen, guck mal, drei Spudelschiffe, sieht ganz lustig aus. Dann, also ich habe den sowas noch gefunden hier auf dem Flohmarkt. Kann man auf dem Abstellwerk dann irgendwo hinstellen, weil die ja nicht meine Anhängenkupplung nicht haben. Aber das ist ja egal. Und ja. Dann stelle ich die auf dem Abstellwerk und dann hat sich das erledigt. Und da habe ich auch noch einen. So einen grünen hier noch. Deutsche Reisbahn hier. So ein alter hier. Warte mal. Kann man die Türen sogar noch aufmachen. Da. Gepäck drin oder so. Finde ich ganz witzig. Und wenn ich da mal überlege, man könnte auch da draußen. Gibt ja so Restaurants irgendwie. Oder Imbiss. Und hier wo vorne dann noch so eine Holzterrasse ist. Habe ich mir auch schon überlegt. Mal schauen. Ja, das war es eigentlich schon. In dem Sinne hier schon wieder. Was ich euch zeigen wollte. Und ja, wie gesagt, ich habe die Fenster jetzt rausgenommen. Und dann werde ich das hier mal vernünftig weiß innen drin streichen. Wenn das hier nämlich Sonne rein und das hier natürlich rausreißen. Ne? So, ja. Bis zum nächsten Video, würde ich sagen. Ja, sieht bestimmt alles chaotisch aus. Und jetzt kommt auch hier blaue Wände hier. Soll ja jetzt geschehen. Werde ich auf jeden Fall machen. Ab morgen geht es los. Und ja. Das wird schon nach und nach alles dann wieder vernünftig aus und hier. Gut, die Flugzeuge und sowas, da muss ich dann natürlich dann abmachen. Stört ein bisschen. Und ja, bis zum nächsten Video erstmal. Und das war's dann erstmal wieder, ne? Bis dann.